Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir nehmen mal die Armbrust zur Hand. Oh, das ist ein Gabelschwanz. Ich glaube, da ist noch ein bisschen schwerer als die Wüver. Hallo, nimm doch mal dein Schwert! Oh, kämpft lieber mit den Fäusten. Ah, scheint sich nicht viel zu nehmen. Hat auch noch Level 30, sehe ich gerade. Nee, war einfacher. Ich muss es zerstören. War einfacher als die Wüber. War, wie gesagt, die Wüber war glaube ich auch ein höheres Level. Ich weiß gar nicht, 32 oder 34 und der war jetzt nur 30. Nichts Krasses drin. Strickleiter, meine Herren. Fisch. So, das war doch relativ einfach und schnell. Gehen wir mal hier hin. Oh, das sind nur 100 Schritte, auf der Karte viel weiter aus. Also 125, um genau zu sein. Mal gucken, ob es auch wieder so ein Dragonoiden-Monsternest ist. Speichern. Oh, es sind auf jeden Fall mehrere Monster und von daher wird es kein Dragonoid sein. Verlassene Städte, Raubritter oder was? Neue Markierung, Person in Not, ne, endlich was Neues. Es sind trotzdem Raubritter. Ja, treff mich mit deinem Scheiß wieder. Hier, Hexer, Hexer! Weg, weg! Ja, du willst mich umbringen, aber ich bring dich um. So, jetzt komm her! Ja, also. Hat er auch nicht anders verdient, er hat mich ziemlich oft getroffen und hat auch einiges an Schaden gemacht. Vielleicht hat er sogar am meisten Schaden gemacht von allen, gegen die ich gerade gekämpft habe. Sehr unangenehm, diese Armbrustschützen. Einzig Schöne bei denen ist eigentlich, dass sie auch ihre eigenen Leute anschießen können. Aber es passiert leider viel zu selten. Das war anscheinend der Anführer. Das ist gut an den Raubrittern, die haben wohl was zu essen mit, was man einsammeln kann. Das ist sehr schön, aber ich habe echt gedacht, dass man jetzt nicht so schnell wieder auf Raubritter trifft. Meister Tropikai. Ich dachte, ich wäre erledigt. Meine Hütte steht hier immer auf. Danke. Ich glaube, direkt Kräuter haben wir, glaube ich, nicht gebraucht, ne? Ich will eigentlich die Sachen hier nicht klauen, weil das sind ja wahrscheinlich Kräuterhändler oder sowas, die gehören ja ihm. Aber wir brauchten ja auch keine Kräuter, wir brauchten Schnaps oder sowas. Und noch anderes Zeug, also es waren aber auch keine Kräuter, soweit ich weiß. Aber egal, vielleicht hat er ja was von den Sachen, die wir brauchen, mal gucken. Ist jetzt alles in Ordnung? Danke nochmal. Ohne dich wäre ich jetzt Hackfleisch. Mein Name ist Philibert Topikal, aber alle nennen mich Meister T. Was brauchst du denn? Pilze? Ein paar Kräuter vielleicht?
brauche einiges. Zeig mir, was du zu bieten hast. So, das brauchen wir nicht. Verriebene Perle. Vielleicht hätte ich nochmal nachschauen sollen, was ich genau brauche. Bis dann. L ist Alchemie, okay. So, wir brauchen eine weiße Möwe und Alkoholhäst brauchen wir. Für weiße Möwe brauchen wir Kirschlikör und Alraunenlikör. Alraunenlikör, weil ich gerade den schon mal gesehen habe. Und für Alkoholhäst brauchen wir Kirschlikör, aber ich dachte, wir brauchten auch noch mehr, ne? Hier brauchen wir nur Alkoholhäst, okay. Ja, hier braucht man nämlich noch dieses Vitriol. Zweimal, genau. So, komm mal her. Oh, willkommen zurück! Der hat auf jeden Fall Alkoholhäst, das heißt, den brauchen wir schon mal nicht. Zeig mir, was nicht du selber brauen, den können wir einfach kaufen bei ihm. Er hat, glaube ich, auch ziemlich oft gehabt. Ah, 27 Mal. Und Kirschlikör hat er. Ne, ist eine leere Flasche, verdammt. Alkoholhäst kostet 19. Wenn wir alle kaufen, kostet es 315. 513, dann nehmen wir natürlich alle. Was ist das? Quecksilberlösung. Zwergenschnaps. Ja, ansonsten sieht nichts so aus wie das, was ich brauche. Hat kein Kirschlikör, wenn ich es richtig sehe. Ne, den Rest brauchen wir nicht. Aber er hat jetzt ein bisschen Kohle, die wir verkaufen können. Er hat Kohle, die wir verkaufen können. Er hat jetzt ein paar Sachen, die. Ach ne, er nimmt ja nur bestimmte Sachen. Aber die brauchen ja das Bier nicht, deswegen können wir das Bier verkaufen. Oder? Haben wir noch anderes Zeug, was der nimmt? Sonstiges. Ah, zum Beispiel Ringe nimmt er. Sind zwar nicht schwer, aber egal. Reines Silber. Okay. Gut, das war's. Dann brauen wir uns jetzt. Was war's, was wir jetzt brauen konnten? Ich glaube, den verbesserten Absolut Raffer des Weißen konnten wir jetzt brauen. Was brauchen wir denn, um Zwergenschnaps zu brennen? Eine leere Flasche und Mahakama-Schnaps. Ah ja, stimmt, da habe ich mich ja schon gewundert. Also, es ist doch kein Brauen, wenn man einfach nur einen Schnaps nimmt und da irgendwelches Zeug reinstopft. Also, das ist ja einfach nur Mahakama-Schnaps. Dann macht man da anscheinend Blütenblätter der weißen Myrrhe rein und das ist ja einfach nur, wenn man sich irgendeinen Likör ansetzt mit einem klaren Brand und dann haut man da, weiß ich nicht, Heidelbeeren rein oder sowas, macht sich halt einen Heidelbeerschnaps, aber den hat man dann auch nicht gebrannt. Den hat man angesetzt, das ist ein ganz schön billiges Verfahren, aber egal. So, Raffer des Weißen machen wir mal. Was haben wir denn dafür? Ach, jetzt habe ich es zu spät gesehen. Ich wollte mal gucken, was wir dafür brauchen. So, das andere ist auch alles wegen Alkoholhäst, glaube ich, aber... Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Gerade wenn ich sehe, dass dann hier solche Sachen verwendet werden, die wir nur einmal haben. Ach so, das ist ja nur... Ja, logisch, dass wir das nur einmal haben. Ja, ich bin auch blöd. Aber es sind alles Sachen, die ich eh nicht verwende, also lasse ich das mal weg. So, verbesserter Absolut des Weißen ist schon mal schön, weil da werden wir wahrscheinlich besser geheilt. Und jetzt müsste es noch ein Fragezeichen auf unserer Liste sein. Und dann gehen wir hier hin, reisen... dahin, um das eine Quest abzuschließen und dann reisen wir dahin zum nächsten Quest. Ganz einfach. Ah, eine Olive haben wir jetzt ausgewählt zum Essen. Die naschen wir direkt mal. Bin gespannt, wie lange es jetzt wieder regnen wird. Wachturm von Vix, sogar eine eigene Markierung. Ach so, das wird das hier sein. Legenden behaupten, dass der berühmte Magier Altur vor langer Zeit sein Labor im Wachturm von Vic hatte. Ich kenne den Magier nicht. So, nochmal speichern. Ich tippe wieder auf Raubritter, ehrlich gesagt. Nee, versteckter Schatz. Aber es könnte ja trotzdem Raubritter sein, aber wahrscheinlich nicht. Ich sehe es schon fliegen. Hab hier.
verdammt. Na, greif doch die an, die schon am Boden ist. Das sind aber echt viele. Ja. Ja. Das hat aber lange gedauert. Konnten wir irgendwie nicht so cooler stechen. Wir haben echt viel Energie. So, einer noch, oder? Scheiße. Leider will Geralt nicht so gerne klettern, wenn er im Kampfmodus ist. Deswegen komme ich hier nicht drüber. Oh, komm her. Also, die droppen, glaube ich, keine interessanten Sachen, deswegen brauchen wir die nicht großartig looten. Das ist der versteckte Schatz nach bestimmten Missionen. Nikolas Vogels Labornotizen und ein Truhenschlüssel. Gesellenwaffenreparaturset, nehmen wir mal mit. Nikolas Vogels Labornotizbuch. Fragment von Nikolas Vogels Labornotizbuch. Ich habe die Eier bekommen. Sie haben ein Vermögen gekostet und es bleibt kaum noch genug Geld übrig, um die Miete für mein Labor zu bezahlen. Aber jetzt kann ich wirklich mit meiner Arbeit beginnen. Bald werde ich diesen Erbsenhirnen von Admiralen zeigen, dass die Zukunft der Kriegsführung den luftgestützten Armeen gehört. Die erste dieser Armeen wird meine Erfindung sein und stolz den Namen Redanische Luftwaffe tragen. Die sind geschlüpft. Noch nie habe ich so kleine und, ich wage es kaum zu sagen, so süße Harpien gesehen. Sie haben noch keine Brüste, doch ihre Köpfe sind so groß wie Appetit. Mein Assistent hat bereits zwei Finger verloren. Der Älteste von Hettel eilte in unseren Turm, jammerte verzweifelt über eine Spinnenplage in seinem Dorf, bettelte uns um Hilfe an und trauerte über die Kinder und das Vieh, die von den Arachniten am stärksten gepiesackt werden. Eine Horde geistloser Fresser, die andere frisst. Wie kann er es wagen, meine Arbeit an der Wunderwaffe mit solchen Banalitäten zu unterbrechen? Statt seines gewünschten Spinnengenozids bekam er eine Flasche mit Arachnomorphen Pheromon von mir. Das wird eine Überraschung geben. Aber sagt die Bauernregel nicht, Spinnen und Schlangen sorgen für ein glückliches Heim? Ich bin mir sicher, so etwas gehört zu haben. Unsere Finanzen sind beinahe völlig erschöpft. Ich muss wohl an die eiserne Reserve gehen, die ich vor Hubert in der obersten Etage des Turms versteckt habe. Das meiste Geld geht derzeit für den Ankauf von Schweinefleisch drauf, das die Harpien in unglaublichen Mengen verschlingen. Wenn wir in eine redanische Rüstung stecken und bei Hofe präsentieren, vielleicht würde uns dann der König unterstützen. Nein, 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 das ganze Geschwader muss dabei sein, sonst wird Radovid das Projekt als Farce ansehen. Es scheint, als hätten unsere Harpien keinen Appetit mehr auf Schweinefleisch. Ich fand Fetzen von Huberts Kleidung in einem ihrer Käfige. Kein großer Verlust. Hubert hatte bereits beim Füttern 8 Finger an sie verloren, konnte nicht einmal mehr den Besenstiel halten. Eine Katastrophe! Jemand hat alle Käfige geöffnet und die Harpien freigelassen. Ich bin mir sicher, dass ich sie im Gras vor dem Turm verendet vorfinden werde. Immerhin hat sie seit einer Woche niemand mehr gefüttert. Ja, dann hast du sie gefüttert. Dummi. Suche die Laborruine. Ist hier noch irgendwas? Scheiße. Hä? Wieso scheiße, weil er abgestürzt ist, oder? Was hat er jetzt gemeint? Ja. Hier haben wir noch eine Leiche, das ist aber eine Frau, also wird das nicht die... Ach, es sind sogar mehrere Leichen, okay. Das sind dann wahrscheinlich einfach irgendwelche Wanderer oder Leute halt, die Harpien gerissen haben, seitdem sie hier frei umherfliegen können. Sind aber auch alle nicht... Ah doch, der ist lootbar. Rundrums Rechnungsbuch.
enthält hauptsächlich Berechnungen und Notizen, die die Verwaltung von Liegenschaften in Ochsenfurt, Novigrad und der umliegenden Region betreffen. In die Zeilen zwischen den Einträgen sind Kommentare gekritzelt. Ein Mann namens Nikolaus Vogel kam in unser Büro und stellte sich als Biologe vor. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei ihm. Klein, dünn, gekrümmter Rücken, Brillengläser so dick wie Weinflaschen auf der Nase. Ich musste aber über alles hinweglächeln, denn er war bereit, eine Menge klingende Münzen für den Turm hinzublättern, die ersten 3 Monatsmieten im Voraus. Der Eigentümer hatte zugestimmt, was sollte ich dann noch sagen? Aber ich war neugierig, was dieser Biologe anstellen wollte, dass er dafür einen ganzen Turm brauchen würde. Zuerst war er etwas wortkarg, doch dann sprudelte es aus ihm heraus, dass er Harpien züchten wollte. Harpien züchtet man nicht, rief ich aus. Doch er entgegnete, dass er das bald ändern werde und dass seine gezähmten, im Turm aufgezogenen Harpien in Kriegszeiten nützlich sein würden. Sicher, ich kann es schon vor mir sehen. Geflügelter Abschaum in redanischen Rot, die alle gleichzeitig abheben. Ganz ehrlich, so ein Mist habe ich noch nie gehört, so war ich Ron Trump heiße. Ist das eine Anspielung auf Donald Trump, oder? Ein paar Seiten wurden herausgerissen, in ein paar wurde hineingepickt. Vogel ist mit der Miete im Rückstand, hat die ersten 3 Monate im Voraus bezahlt und dann nichts mehr. Zwingt mich tatsächlich dazu, von meinem Stuhl aufzustehen und das Geld von ihm einzutreiben. Bin jetzt beim Turm, keine Spur von irgendwelchen Harpien, aber der Biologe ist hier, nur leider tot. Irgendwas sehr Bösartiges muss seinen Bauch aufgeschlitzt und seine Innereien im ganzen Raum verteilt haben. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Im Hinterzimmer der Werkstatt geht es in einen Keller, der mit aufgefressenen menschlichen Körpern gefüllt ist. Der Gestank des Todes ist unfassbar stark und füllt den ganzen Turm. Auf die Miete, die er mir schuldet, scheiße ich. Ich verschwinde von hier, so schnell ich kann. Bevor mich auch noch etwas erwischt. Ja, genau. Der nimmt sich nämlich erstmal die Zeit, nachdem er die ganze Scheiße da sieht, und schreibt das auf, während er noch hier ist, wo die ganze Scheiße passiert ist. Statt erstmal wegzurennen und das Ganze dann zu Hause aufzuschreiben. Ganz davon abgesehen, dass der wahrscheinlich gar nicht weiter groß gegangen wäre, wenn er da vorne schon die Leiche sieht. Also das haben sie ein bisschen merkwürdig schon wieder mal gemacht. Er nimmt sich erstmal in aller Ruhe die Zeit und schreibt auf, was er da Schreckliches gesehen hat. Das macht Sinn. So würde ich es auch machen. Jetzt ist die Frage, kommen jetzt hier noch Gegner oder habe ich die jetzt alle platt gemacht? Aber eigentlich vielleicht noch ein Geist von den getöteten Rupert oder so, aber ansonsten sollten ja eigentlich alle platt sein. Hier ist aber auch nichts zum Einsammeln. Da denn los? Dann geht's noch weiter hoch, aber ich glaube, innen ging's auch noch weiter hoch. Moment mal, bin ich von hier gekommen? Ich bin verwirrt. Ja, hier ging's lang. Alter, hier ist gar nichts. Also zumindest nichts, was man mitnehmen kann. Okay, dann müssen wir doch raus. Aber war ja auch irgendwas, hat er irgendwas geschrieben von wegen oben, hätte er in einer geheimen Truhe alles versteckt. Mal schauen, ob das stimmt. Oh, jetzt muss ich da auch noch springen. Das werden wahrscheinlich die Käfige sein. Schon merkwürdig, dass überall im ganzen Land immer die komplett gleichen Käfige stehen. Ist anscheinend, also egal ob jetzt für Menschen oder für Harpien, es scheint so, als wenn es hier nur einen Käfigbauer geben würde, einen Käfigschmied. Alle anderen schmieden Waffen oder so. Haben keinen Bock auf diese scheiß Käfigrotz. Müll. Damit lässt sich kein Geld machen. Muss ich jetzt noch weiter hoch? Meine Herren. Sah der Turm schon so aus, als er hier drin seine Experimente gemacht hat? Oder das sind die Nester, die sie mittlerweile angelegt haben? Oder ist der erst seitdem er tot ist so verfallen? Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Oh, wie komm ich jetzt da hoch, ey? Komm, zieh dich hoch. Da sehe ich dann noch einen Gabelschwanz. Das war doch ein Gabelschwanz, oder? Der da geflogen ist. So, wie schaffe ich denn jetzt, dass Geralt so schlau ist und... Oh nein, oh nein, oh nein! Hoffentlich habe ich gespeichert, nachdem die Harpien gestorben sind. Ach du Gott. Dass ich da aber auch direkt so tief fallen muss, dass ich sterbe, ist schon scheiße. Ich wollte eigentlich sagen, wie schaffe ich denn jetzt, dass Geralt kapiert, dass ich da hochziehen soll? Oh, was war das wieder für ein grandioser Tod? Eieiei, viele glauben an die Prophezeiung der Idlinne, die besagt, dass die Welt von der weißen Kälte zerstört werden wird. Ha! Das war im Hauptspiel Witcher 3, ich hab's geschafft, diese weiße Kälte abzuwehren. Von daher hat er diese Prophezeiung nicht gestimmt, aber das war geil eigentlich, wo man in diese verschiedenen Dimensionen oder in die verschiedenen Welten durch diese Portale rein ist und dann in dieser einen Welt, wo halt wirklich schon fast alles verschneit und vereist war, dieses komische Dorf da,
das fast komplett vom Schnee bedeckt war mit diesem mega Schneesturm. Das war geil. Ich glaube, das war sogar mit zu mein Lieblingsabschnitt im Spiel, würde ich fast sogar behaupten. Das war echt cool. Wobei natürlich alles mit nackter Haut auch nicht schlecht war. So, hier gab es ja nichts zum Einsammeln. Moment mal, habe ich das jetzt gelesen gehabt? Ah, ich weiß es nicht, wir lesen es einfach nochmal. So. Okay. Ich werde nochmal speichern, bevor ich zu diesem gewagten, ach ich Idiot, zu diesem gewagten Sprung ansetze. Yay! Es regnet nicht mehr, aber es sind immer noch dunkle, hässliche Wolken. Aber egal, vielleicht haben wir den Regen überstanden. Das ist aber merkwürdig. Ich hatte einfach nur neu geladen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sich das Wetter verändert, wenn man neu lädt. Okay, jetzt speichern wir nochmal. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie hochkommen, ohne dass wir jetzt hier runterfallen. Beim ersten Versuch. War ja doch einfacher als gedacht. Also müssen wir noch weiter hoch? Was ist denn hier los? Vor allem, wie ist der denn da hochgekommen? Also er muss ja ein totaler Klettermeister gewesen sein. Also. Alter, man kann es auch übertreiben. Neumondhose-Relikt. Die normalen Neumondhosen waren schon gar nicht so schlecht. Mal schauen. Scheuklappen, aber auf Garantie keine besseren. Im Gegenteil, super schlecht, aber wiegen fast nichts. Neumundhose, plus 26. Leider kein Vitalitätsbonus. Zerschmettern ist gleich, aufschlitzen auch. Kritischer Trefferbonus ist besser. Kritische Trefferchance ist besser. Bonusgold ist da, das ist egal. Zweifach gesockelt. Ich glaube, die nehme ich. Immer ein 26 mehr Rüstung. Auch wenn wir keinen Bonus-Vitalität haben, das ist ein bisschen schade. Sieht doch ganz cool aus. Ich mag das schlichte Schwarz. Und jetzt wird sie noch gesockelt. Wir haben leider nur einmal die große Igniglyphe. Dann müssen wir wohl die kleine einsetzen. So, neue Hose. Sehr fein. Bisschen mehr Rüstung. Nochmal speichern, weil ich bestimmt blöd bin und jetzt sterben werde, wenn ich hier runterkletter. Hier können wir runterspringen. Au! Gut, sehr fein, geschafft. Das heißt, wir können jetzt. Ich wollte ja eigentlich hier hingehen und mich teleportieren, aber da kann ich auch einfach das nehmen. Ja, mache ich auch. Und ich sag schon mal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.